Hallo und herzlich willkommen zurück in Veggieheim. Ich bin der Typ mit dem Bart. Und heute gibt's neue Rüstung. Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier aus der Gemüse-Challenge. In der letzten Folge gab's ja endlich Flachs zu verarbeiten. Ich habe auch offscreen wieder jede Menge Arbeiten vorgenommen. Vorgeführt hätte ich beinahe schon gesagt. Nee, tatsächlich habe ich wieder einiges gemacht, was natürlich ja für euch nicht so wirklich interessant ist. Und habe mein Flachsfeld etwas ja erweitert. Und habe einiges schon an Flachs spinnen können und möchte heute endlich mit euch meine Rüstung austauschen. Ich trage ja immer noch das Geraffel oder die Silberrüstung aus den Gebirgen und ihr habt es ja in den letzten Folgen gesehen, das ist echt übel. Hier kriegst du echt tierisch aufs Gesicht, gerade wenn man sich mit Foolingen anlegt und ich brauche wirklich mal was Neues. So, das möchte ich heute mit euch machen und ich weiß nicht, ob wir es in der heutigen Folge schaffen, allerdings wäre dann in der nächsten Folge dann auch mal ein Loks, ein Loks-Sattel dran herzustellen, sodass wir auch mal ein gescheites Fortbewegungsmittel haben. Das habe ich ja in meinem damaligen Let's Play oder in meinem ersten Let's Play bin ich ja noch gar nicht dazu gekommen, weil da gab es das noch gar nicht. Ich bin echt tierisch gespannt, wie sich das dann auch nachher hier auf die Gegner auswirkt und ja, weil die Loks ja dann auch die Foolinge angreifen, beziehungsweise überhaupt die Gegner angreifen können. Ja, was soll man noch viel rumquatschen? Ich würde sagen, nach einem kurzen Intro hüpfen wir direkt rein. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Wie ihr seht, ich habe noch ein paar Arbeiten vorgenommen. Ich habe das Ganze mal ein bisschen eingehaust hier, weil das war ja das letzte Mal noch alles so offen gestaltet. Ja, sieht einfach ein bisschen netter aus. Und falls hier mal so eine nervende Kackmücke hier rumfliegt, ja, die greift mich auch nicht direkt an, beziehungsweise kommt auch nicht direkt auf mich zu, sondern hat nur zwei Möglichkeiten. Eigentlich nur eine, weil hier hinten ist eigentlich viel zu klein, um da durchzukommen. Gut, ist jetzt aber auch viel Gelaber. Ich würde mal sagen, wir sammeln hier noch ein bisschen Leinenzwirn ein. Ich habe, glaube ich, auch noch ein bisschen was einstecken, um zu verarbeiten. Und dann können wir auch mal so langsam... Ja, neue Rüstung müsste eigentlich drin sein. Wieso habe ich hier so viel Edelholz einstecken? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich bin hier auch zwischendurch wieder ein bisschen am Aufräumen gewesen und am Hin- und Herräumen. Und versuche doch tatsächlich ein bisschen Ordnung ins Chaos zu bringen. Aber das gelingt mir nicht so, wie ich es gerne hätte. Ich habe zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob es vielleicht euch auch so geht, ja, aber hier den Brotteig, den man herstellt, den verwechselt man mal ganz schnell mit Feuerstein. Und ich hatte auch noch Feuerstein in der Kiste und habe die einfach dazu gepackt und habe gar nicht drüber nachgedacht und habe dann erstmal wie doof meinen Brotteig gesucht. Ja, also kann passieren. Ah, hier sind auch noch Nadeln, die müssen wir auch nochmal wegsortieren. Lasst mich das gerade mal mit euch machen, bevor wir uns dann die ersten Rüstungsteile zuwenden. Ja, guck mal hier, jetzt habe ich nämlich da auch welche. Ich habe aber auch hier welche. Ich muss hier echt mal ein System reinbringen, das geht so nicht weiter. Ich habe es ja euch schon oft genug gezeigt, ja, wie man ein gescheites Lager bauen kann. Aber ich hatte es letztes Mal ja auch schon erwähnt, ich selber halte mich eigentlich nie dran und bin dann immer komplett abgenervt, ja, weil ich einfach nichts mehr wiederfinde in dem Scheißladen hier. So. Wie sieht es denn hier aus mit dem Feuerchen? Da haben wir, glaube ich, noch genug drin. Das ist okay. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir schnappen uns mal ein paar Zwirnballen. Und ein paar Eisenbarren. Und dann gucken wir doch mal, dass wir uns hier mal eine Rüstung herstellen können. Jetzt bin ich natürlich gnadenlos überladen und habe wieder nichts gegessen, ich doof. Das hilft jetzt aber auch nicht viel. Ich hoffe, ich komme noch bis runter. Jo. Ich möchte mich übrigens auf an der Stelle nochmal bei allen bedanken, die so fleißig an der Community-Umfrage teilgenommen haben bezüglich der Ideen für die Ideenschmiede oder was ihr gerne sehen möchtet. Da sind ein paar coole Ideen bei rausgekommen, also da habt ihr mir ordentlich Futter gegeben, da kann ich demnächst mal wieder auf einiges eingehen. Da waren natürlich auch so ein paar Sachen dabei, wie ein Baumhaus bauen, ja. Tatsächlich werde ich das auch demnächst mal machen, um endlich mal diesen Nimbus als Baumhaus-Bauversager ablegen zu können
Und ihr könnt gespannt sein. Also ich habe es schon ausprobiert, da sind ein paar coole Sachen bei rausgekommen. Wird es dann demnächst auch geben. Und ja, aber auch so Dinge wie sich mit Blocken beschäftigen, mit Terraforming und so weiter und so fort. Da wird noch einiges kommen. Wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass ihr da so fleißig teilgenommen habt. Ist ja letzten Endes auch für euch, ja. Von mir, für euch. Ich finde es klasse, wenn ihr da so rege teilnehmt. So, jetzt bin ich natürlich... jetzt muss ich erstmal was wegschmeißen hier. So, wir nehmen den kleinen Stack, nehmen wir nochmal auf. Gehen wir mal hoch zur Schmiede. Hier machen wir erstmal die Tür zu, weil neulich hatte ich nämlich hier auch eine Wespe drin stehen. Ach, eine Wespe sage ich schon, eine Mücke. So, okay, da geht's schon mal los. Ich habe nämlich schon mal das falsche Material mitgenommen, ich doof. Aber das macht ja nichts, wir haben ja alles um die Ecke. Alles schick. Hier können wir mal die Steine reinschmeißen. Die sind nämlich auch viel zu schwer. Und dann nehmen wir mal die Barren mit. So, jetzt sollte es aber funktionieren. Und dann würde ich sagen, stellen wir als allererstes mal die Brustplatte her. Den Brustpanzer. Dann holen wir uns noch die Beinschienen. So, und für den Helm, da habe ich jetzt gerade gar nicht drauf geguckt, was brauche ich dafür. Da brauche ich auch nochmal 15 Leinzwirren. Habe ich noch. Und dann holen wir uns doch noch Eisenbarren. Einmal Eisenbarren, bitte. So. Was habe ich denn vergessen? Ah, den Zwirn. Ah, den Zwirn. Das geht mir auf den Zwirn. So, jetzt habe ich das natürlich dahin geschmissen. Ach, es geht schon wieder los hier. Wir sind schon wieder völlig verplant und orientierungslos. Komm mal her. Alles mitnehmen. Da können wir, glaube ich, gleich nachschießen. So, ist der Flachs nämlich auch weg. Ich habe auch, am Feld ist noch eine Kiste, da habe ich noch ein bisschen Flachs drin. So, komm mit jetzt. Jetzt aber. So, was können wir denn? Können wir schon irgendwas aufwerten? Ne, da brauchen wir noch mehr Leinzwirren. Oh, Leinzwirren, echt in rauen Mengen. Jo, wie sieht's denn aus? Wie viel haben wir denn hier noch in den Kisten? Ich würde schon gerne aufwerten. Ist leer, ist leer, ist nicht so toll. Ja, okay. Dann müssen wir ja wohl erstmal damit auskommen. Ich habe auch zwischenzeitlich schon überlegt, einfach mal zwei Spinnenräder aufzustellen, um dass das schnell geht, weil es dauert ja schon echt einen Moment, ne? Also, muss man ja schon mal so sagen. Na gut. Dann würde ich sagen, legen wir mal die alte Rüstung ab. Ist nur die Frage, wohin? Sind ja alle Kisten wieder vollgeranzt hier. Oh, oh, oh. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, da habe ich noch einen Bauhammer drin liegen. Ich weiß auch nicht, wieso ich da irgendwo noch einen Bauhammer rumfliegen habe. So, genau, da ist nämlich der Feuerstein, ja. Und ich habe das letzte Mal gesucht, wie blöd, Freunde. Ich sag's euch, ich bin hier rumgerannt. Ich bin total eskaliert, weil ich dieses Scheißbrot nicht gefunden habe. Hm. Okay, ich würde sagen, wir legen das mal ab. Ja, es kommt hier rein. Ist natürlich jetzt nicht so glücklich. Ne, den Umhang, den brauche ich ja noch. Ich habe ja noch gar keinen Loxfell-Umhang, fällt mir ein. Und, ich freue mich. Ich habe mich schon so auf die Rüstung gefreut. Ich finde, es ist auch immer ein sehr erhebender Moment, wenn man es dann zum ersten Mal anlegt. Ja, deswegen kann man das ruhig mal ein bisschen in Szene setzen. So. Dann gibt es nämlich einmal die Beinschienen. Den Brustpanzer. Und den Helm.
Und ich finde den Helm total geil. Ich muss es ganz ehrlich sagen, ich finde den Helm, das ist der coolste Helm überhaupt im ganzen Spiel, meiner Meinung nach. Mal abgesehen von der Fenris-Maske, den finde ich auch noch ziemlich geil, also diese Kapuze. Aber den Rest ist alles nicht so meins. Aber das ist natürlich auch alles sehr subjektiv, ja. Kohle ist leer. Guck mal, da können wir auch schon wieder nachlegen. Kohle rein. Hochofen. Material rein. So, jetzt gucken wir mal, wie es hier unten am Dingsfeld aussieht, am Flachs. Aber der braucht auch ewig, bis der gewachsen ist, ne? So, ich glaube, noch eine Nacht sollte eigentlich, dann sollte es noch gut, sollte es eigentlich soweit sein. So. Gucken wir mal nach unseren Loxen, wie es damit aussieht. Weil ich glaube, die haben auch mal wieder ein bisschen Kohldampf. Frau Hilde liebt dich. Das finde ich ganz gut. Die wilde Hilde. Ich glaube, wir sammeln noch mal ein paar Moltebeeren. Ich finde es total klasse, dass sich hier die Mücken mit den Fuhlingen anlegen und auch zusammen die Lochse sich dann da auch noch mit reinhängen, ja. Hast du nämlich eigentlich unerschöpflichen Vorrat an Nadeln und musst dich noch nicht mal wirklich drum kümmern, die gezielt zu farmen. Ich renne hier, weiß ich nicht, ein oder zweimal am Tag renne ich hier rum und sammle einfach die ganzen Nadeln ein für die Pfeile. Das passt schon mal ganz gut. So, was mir hier aber fehlt, irgendwie sind es noch zwei Lochse. Ich weiß nicht, wo das Kind ist. Der Babylochs. Ob der schon ausgewachsen ist? Keine Ahnung. Der Peter. Da ist der Peter. So, das ist natürlich auch geil, ne? Wenn du jetzt mal ein paar Moltebeeren brauchst. Oha, da kommt ein. Da kommt wieder so eine Arschmücke an. Boah, ich hasse diese Viecher einfach. Wenn du mal so ein Vieh. Wenn du mal Moltebeeren brauchst, dann sind keine da. Es ist echt zum Heulen. Also müssen wir wohl doch nochmal in die Hütte zurück. Müssen noch welche holen. Wobei da vorne sind, glaube ich, welche. Ja, das sieht doch noch Moltebeeren aus. Ist schon wieder so dunstig, nebelig. Da haben wir doch welche. Komm her. Für alle, die sich auch schon gefragt haben, wie ich den Kampf gegen Jaklus bestreiten will. Also, ich habe mir da schon Gedanken drüber gemacht, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und ob auch die Gegenstände, die ich dafür benötige, ob die auch alle Veggie-konform sind. Sind sie zum Glück, ja. Also ich kann das tatsächlich so machen, wie ich es vorhabe. Und ich hoffe, es klappt auch so. Und wenn ja, dann wird das eine ziemlich einfache Sache. Aber um das so umsetzen zu können, brauche ich noch eine ganz wichtige Zutat. Denn ich brauche noch ein, wie heißt es? Schlangenschuppenschild oder wie heißt das? Naja, ihr wisst halt das, wofür man die Schlangen braucht, die Seeschlangen erlegen muss. Also da gibt es also auf jeden Fall noch eine Menge zu tun. Ich würde aber sagen, wir gehen erstmal eine Runde knacken. Ich weiß nicht, ist das das Spinnrad oder ist das der Hochofen? Ey, das hört sich an, als ob hier Heiner auf der Hütte rumhämmert, ne? Finde ich zumindest. So, jetzt gucken wir nochmal nach Moltebeeren. Die müssten ja. Ich habe doch irgendwo welche abgelegt. Mein Gott. Da sind doch noch welche. Dann gehen wir nochmal die Lochse füttern. Oh, sorry, Leute, ich habe gerade was im Auge. Wenn ihr übrigens nicht wisst, was ihr mittwochs abends machen sollt. Dann schaut doch mal gerne in meinem Stream vorbei, jeden Mittwochabend 19 Uhr auf Twitch TV, einzigartig suchen und finden. Meistens geht es da um Valheim, also eigentlich geht es da immer um Valheim. Ist immer nur unterschiedlich, in welchen Projekten ich gerade unterwegs bin. Aktuell bin ich auf dem Bauserver von Merandriel. Das ist eine ganz liebe Freundin von mir, von den Streamern allgemein, mit dem ich im Community-Projekt unterwegs bin und auch eine Moderatorin. Und die hat sich doch tatsächlich die Mühe gemacht, hat uns einen Bauserver zur Verfügung gestellt.
Der ist Vanilla. Wir werden komplett mit Materialien versorgt. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ihr solltet auf jeden Fall mal reinschauen. Nicht nur bei mir, sondern auch gerne mal bei den Kollegen Fenrir Northman Gaming. Ich werde euch das einfach mal unten mit in die Infobox mit reinpacken. Der streamt auch regelmäßig aus diesem Projekt heraus. Und da könnt ihr mal gerne reinschauen, weil da sind halt echt schon so. Also ich will mich nicht unbedingt dazu zählen, das fände ich sehr vermessen, aber das sind schon ein Haufen Baumeister auf einem Fleck. Und wir bauen da einfach jeder erstmal für sich und keine Ahnung, ob wir das nachher noch miteinander verknüpfen wollen. Das werden wir dann sehen. Okay, genug gequatscht. Ich würde einfach sagen, ihr schaut nächsten Mittwoch mal rein um 19 Uhr und dann wisst ihr ja, wovon ich rede. So, da haben wir noch, da ist der Flachs. Da ist auch noch weiter Flachs. Was wollte ich machen? Ich wollte jetzt, Moment, lasst mich kurz, ich will irgendwie alles auf einmal machen. Ich gehe erst nochmal Rüstung hochrüsten. Dafür nehmen wir uns hier auch nochmal den Flachs. Komm, nehmen wir 40, nehmen wir noch einen mit. In der Kiste müssten wir eigentlich auch noch welchen haben. Ja, den holen wir eben erst. Wenn man zu viel auf einmal machen will. So, den schmeißen wir da rein. Und dann holen wir uns Eisenbarren, hatte ich glaube ich oben noch liegen. Ja? Oder habe ich die hier wieder reingepackt? Ich habe die hier wieder reingepackt und ich trage schon wieder zu viel. Wie immer, immer zu viel am Rumschleppen. So. Jetzt gucken wir mal, was wir nochmal aufwerten können. Die Brustplatte können wir aufwerten. Beinschienen können wir aufwerten. Den Helm können wir wahrscheinlich auch aufwerten. Und dann ist auch schon wieder Ende Gelände. Ja, zumindest mal auf Stufe 2. Das ist schon mal ganz gut. Dann tun die Einschläge nicht ganz so weh. So, jetzt ist er natürlich wieder komplett nackig. Das habe ich letzte Mal auch komplett verpeilt. Ist schon eine Weile her. Habe meine Rüstung hochgerüstet und habe vergessen, die wieder anzulegen. Finde ich auch ein bisschen blöd, dass man das so gemacht hat. Also finde ich auch geiler, wenn man da irgendwie das Zeug nicht so ablegen müsste. Wobei es natürlich dann auch wieder realistisch ist, dass du das Zeug nicht einfach so am Mann upgradest, sondern schon ablegen musst. So, wo hatte ich jetzt wieder die Pfeile drin? Die Nadeln. Nadeln waren noch hier hinten drin. Da sind sie doch. Genau, die kommen rein. Moltebeeren habe ich. Schlamm brauche ich gerade eigentlich nicht, aber der kommt in die Küche, in die Truhe. Da kann ich nämlich dann die Schmutzshakes wieder draus bauen. Das Brot machen wir auch erstmal hier rein in rohen Teig. So. Genau, da können wir noch mal einmal Spinnrad, den Flachs reinschmeißen. Ich werde mal in diese Kiste hier das Werkzeug reinpacken, was ich eigentlich gar nicht brauche. Das und das. Dann haben wir hier nämlich die Pfeile. Axt ist auch immer ganz gut. Spitzhacke ist auch ganz gut. Das brauchen wir jetzt auch erstmal eigentlich gar nicht. Beziehungsweise wir können noch mal ein paar Fackeln anfeuern. Jetzt nehme ich auch immer schön hell hier. So. Ah, okay. Super, super effektiv. So. Ich habe mir übrigens auch überlegt, Leute, wir werden hier auch nochmal eine Baufolge machen. Und zwar werde ich mir hier mal so ein richtig schönes Häuschen hinstellen. Ja, und kann auch sein, dass das dann zwei Folgen werden oder es wird mal eine längere, keine Ahnung. Aber das möchte ich gerne mal mit euch zusammen machen. Und das bietet sich ja einfach an, weil hier hast du halt auch Teer und das ganze Geraffel hier. Und da kann man auch mal schön bauen, ja. Weil ich baue eigentlich immer nur relativ zweckmäßig in diesen Let's Play-Staffeln. Aber ich habe mir gedacht, da könnt ihr auch ruhig mal dran teilhaben. Da müsst ihr das nämlich nicht immer, oder man sieht es dann halt nicht immer nur in den, komm mal her, da hast du was zu essen, in den Ideenschmiede-Folgen, sondern auch mal live, ja. Was spricht denn schon dagegen? So. Hier die Hilde. Oje, oje, oje. Komm mal her, Hilde. Ich glaube, ich muss noch mal ein paar zähmen, ne? Also, hier sind schon extrem viele kaputt gegangen. Es waren mal 3 oder 4 Stück. Die haben ein wenig eingebüßt, die an Substanz. So, ich würde einfach mal gucken, ob ich noch mal eine Herde finde.
So, ich höre schon wieder blöd kichern. Da ist er doch. Komm mal her, du Saftnase. Das war übrigens auch eine Idee, die einer meiner Zuschauer hatte. Mach doch mal eine Folge mit Kämpfen bzw. mit Blocken und spezifischen Eigenschaften. Ja, werde ich mal machen. Ich hatte ihm aber auch schon geschrieben, das ist natürlich genau meine Kernkompetenz. Kämpfen. Kämpfen und Blocken. Finde ich richtig geil. So, gerade mal ein bisschen Essen nachschmeißen. Da hinten haben wir Terblupse. Da habe ich übrigens auch einen sehr geilen Trick mitgeteilt bekommen. Also das hat mir einer meiner Zuschauer genannt. Das werde ich euch bei Gelegenheit nochmal zeigen. Auf die Idee bin ich selber noch gar nicht gekommen. Werden wir mal sehen, ob das funktioniert. So, hier haben wir noch Moltebeeren. Guck mal, da hinten sind doch noch ein paar Lochse. Da summt's, da schwebt's, da flattert's. Ich glaube, ich begebe mich hier gerade schon wieder in Gefahr, ne? Ich sehe es doch schon wieder kommen. Das gibt doch schon wieder nichts. So, wisst ihr was? Wir machen erstmal die Teergrube leer hier. Frostpfeile. Und dann gucken wir mal, ob wir hier die Blubse erwischen. Ja, da kommen sie nämlich auch schon. Beziehungsweise die erwischen mich. Das war ja klar. Es war ja schon wieder klar. Das war ja schon wieder klar. Es geht schon wieder los, Freunde. Ja, also wenn sie mich da mal überfallen und ich da unvorbereitet drauf zugehe, dann komme ich damit gerade nicht klar. Okay, dann müssen wir halt wieder hinlatschen. Was soll's. Ach. Ja, was soll ich sagen? Ja, eine Folge ohne Tod ist doch keine richtige Folge. Ihr seht das doch genauso. Nerv. So, jetzt habe ich hier glaube ich auch nichts mehr zu futtern, was ich mir mal eben spontan reindrücken kann. Wahrscheinlich werde ich auch gleich nochmal krepieren. Aber dann ist das halt so. Ich hoffe, die lassen mich jetzt mal in Ruhe hier. Zumindest für den Moment, dass ich wieder zu meinem Grabstein komme. Bitte keine Frühlinge, bitte keine Mücken. Da, genau. Da ist doch schon einer. Ich raste doch aus. Was macht er denn direkt vor meiner Haustür? So, da müssen wir wohl noch mal eben die alten Klamotten anlegen. Sonst komme ich dem ja überhaupt nicht zu Rande. Was ein Glück haben wir die noch. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kommen wir her, nehmen wir den hier. Mal eben Brot backen. Scheiße, Freunde. Scheiße. Vielleicht habe ich so wenigstens eine Chance. Ach, ich habe aber auch nichts mehr da. Ne? Ich schleife immer das ganze Food mit mir rum. Ich bin da echt noch viel zu unbedarft. Obwohl ich es ja eigentlich besser wissen müsste. Komm, dann nehmen wir noch eine Moltebeere. Die können wir wenigstens noch snacken. Los, wann ist Brot fertig? So, eben nochmal ein Brot reinschmeißen. Oh Leute, das gibt doch jetzt wieder Action. Ich sehe es doch schon kommen. Das tut doch schon wieder im Gesicht weh. So, wo ist denn der arme Arsch? Komm mal her, du.
nochmal. Dann stelle ich mich aber auch noch an wie der erste Mensch, oder? Okay, wir gucken mal, ob wir es überleben. Wenigstens haben wir jetzt wenigstens ein bisschen Rüstung an. Aber wenn ich jetzt auf die Fresse kriege, ist auch vorbei, ne? Dann war es das wieder. Oh Mann. Oh Mann. Ich will nur meine Sachen wieder haben. So ein Scheiß. Ich höre doch schon wieder ein. Ah, da unten. Der Lox kämpft mit ihm rum, das ist ganz gut. Dann lässt er mich wenigstens in Ruhe. Ich kann meinen Grabstein sehen, vielleicht komme ich auch hin. So, jetzt schnell. Rein, rein. Auch rein. Kann ich nicht essen. So, zack, 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 zack. Zack. Aber der fällt mir gerade auch rein. Das haben ja auch viele Zuschauer gesagt. Hier, mach doch mal, nimm doch mal den Frostner. Der ist ganz gut. Ja. Hat man ja gerade gesehen, hat eigentlich ganz gut geholfen, wenn ich mich nicht so doof angestellt hätte. Okay. Ich glaube, mit der Teergrube, das muss ich halt auch echt nochmal üben, ne? So, wie sieht's denn aus? Lass nochmal die Frostpfeile aktivieren. Ich will das jetzt noch wissen, solange müsst ihr nochmal durchhalten mit mir. Da hinten ist doch einer. So, den ersten haben wir erledigt. Da hinten ist noch einer. Oh, das sind zwei. Und jetzt ist schon wieder so kacknebelig, dass man nichts mehr sieht. Das ist doch echt immer zum Kotzen hier. Also in den Ebenen, das Wetter oder die Sichtverhältnisse. Nein! Geh mir vom Leib! Nein. Ach Mann, jetzt gehe ich doch gleich wieder drauf. Da ist es doch gleich schon wieder vorbei. Ist er jetzt tot? Nee, da kommt schon der nächste. Och, Freunde, ehrlich. Hier kannst du einfach nur flitzen gehen. Scheißspiel. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, ich muss meine Taktik nochmal überdenken. Also ihr seht, es ist definitiv notwendig, mal eine Folge über Blocken und Kämpfen und Hasse nicht gesehen machen. Weil das ist ja kein Zustand, den ich hier habe. Ne? Also das ist ein Zustand, aber den würde ich gerne mal ändern. Okay, Freunde, ja, das war's eigentlich auch schon wieder für heute. Jede Menge Gemurkse, aber zumindest mal eine neue Rüstung und mein obligatorischer Tod, ja, der kommt ja in den letzten Folgen eigentlich regelmäßig vor, deswegen ist ja mal ganz gut, wenn man so eine Konstante drin hat, da weiß man wenigstens, was man bekommt. Jo, ich möchte mich bei euch fürs Zuschauen bedanken, ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Morgen geht's ans Loxe. Nicht zähmen, sondern reiten. Das ist, steht ganz oben bei mir auf der Agenda. Das möchte ich gerne mit euch morgen zusammen machen. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Samstag. Tschö. Mit Ö.